Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zum 1860 München Projekt. Nachdem wir in der letzten Folge stark gegen Frankfurt und Union jeweils gewonnen haben, müssen wir jetzt natürlich gegen Hamburg ran, die in der Tabelle sogar vor uns stehen. Ne? Die spielen sogar, glaube ich, in den anderen Gefilden hier um die Europa League Plätze mit. Aber die sind auch nur ein Punkt vor uns. Wir können die also quasi sogar überholen und Richtung Europa schielen. Und besonders dann, wenn wir gegen Leverkusen punkten sollten. Dann können wir wirklich Richtung Europa schielen. Aber davor müssen wir hier noch einiges tun. Ich habe hier ein paar Spieler gescoutet halt, ne? Also ein paar Scout-Berichte sind weiter fertig. Er kommt ja zu uns, hat eine gute Perspektive. Ich bin gespannt, wie er einschlägt. Ihr könnt ihn hier jetzt auch nochmal in Ruhe angucken. Er hat eine Geschwindigkeit, geht so, aber Ballkontrolle und Torriecher und die Kopfballpräzision ist stark. Mit 1,78 Meter ist er wieder ein kleiner Stürmer. Aber Königsdörfer gleicht es ja einigermaßen aus. Und dann haben wir hier nochmal Gaston Martinera, ein Uruguayer. Gute Perspektive, rechter Verteidiger, Stärke von 73. Seine Grundstärke ist sogar eine 73. Er ist kurz davor, die nächste Erfahrungsstufe zu erreichen. Steht mit 5,5 Millionen. Na gut, da würde ich sagen, spielt bei Deportivo Guatalajara. Und ja, 85 Geschwindigkeit, 81 Zweikampf, 80. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. So als Rechtsverteidiger könnte man den vielleicht. Könnte man vielleicht darüber nachdenken. Was wollen die denn dafür haben? Die sind also 7 Millionen, 8 Millionen sind sie gesprächsbereit, aber dann müssen wir halt wirklich gucken, dass wir Agu abgeben. Agu ist zu teuer. Kommt nicht wirklich rein, hat eine Grundstärke von 1,70, aber kommt nicht wirklich ins Game rein. Und dann Passlack behalten wir halt als Backup, ne? Das ist das Ding. Passlack darf jetzt auch wieder spielen, weil er einfach immer die beste Form hat. Und Agu werden wir jetzt, glaube ich, auf die Transferliste setzen zum Verkaufen. Wenn wir für den so 8 Millionen kriegen, mindestens will ich die 6 Millionen haben. Okay, komm, wir machen mal das maximale 10 Millionen. Wir können ja gucken, was da so auf dem Markt ist für ihn. Zweite Liga, keine Interessen. England, Leeds United. Spieler anbieten. Der Spieler ist, der Verein ist nicht an den Spieler interessiert. Österreich, Wolfsberger AC. Verein ist nicht an den Spieler interessiert. Ja, Deutschland? Bayern braucht sowas nicht. Ja, sag ich doch. Ich kann Spieleragenten beauftragen, aber das wird sowieso nichts hier. Dann müsste ich ihn verbannen in die zweite. Müsste ich verbannen in die zweite, damit ich dafür ein gutes Angebot kriege. Wir nehmen ihn einfach nochmal mit. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Und wir gehen auf jeden Fall, würde ich sagen, in die Verhandlung mit ihm. Hier war das so. Ich kann mir vorstellen, dass der mit 24 Jahren was bei uns werden könnte. Wir gehen mit 6 Millionen rein, wir haben ja ein bisschen Zeit zu verhandeln. So, ich gehe erstmal weiter in die Mannschaft. In die Woche, Mannschaft. Weiter in die Woche und wir sehen uns gleich vor Hamburg. Und jetzt das Topspiel gegen Hamburg. Okay, was heißt Topspiel gegen Hamburg? Es geht einfach gegen Hamburg. Die sind nicht aufgestiegen. Die sind seit wann spielen die wieder erste Liga? Müssen wir mal kurz gucken. Historie. Seit 23, also seit letztes Jahr. Nee, seit. Ja, doch, seit letztes Jahr. Warte. Vierter, erster, 14, 24. Das wird jetzt 25. Seit 2 Jahren spielen sie wieder erste Liga. Gegen den Abstieg zwar, aber. Aber, und der Rechtsverteidiger, er kommt nicht. Also das wird nichts. Angebot für Kreuzpanther. Ich krieg immer wieder Angebote für den, ne? Es ist so ätzend. Und Martinera, der wollte zu viel. Der 6,5 haben sie angenommen, aber der wollte, glaube ich, dass ich ihn 2 Millionen zahle. Dann sollte ich ihn noch irgendwie 500.000 auf die Hand geben. Er sollte für 50%, wenn wir absteigen, gehen dürfen und wollte 5% Gehaltserhöhung haben. Für 5% mindestens einen Anteil haben, wenn ich ihn verkaufe. Also das wird nichts. Haben wir hier andere Scout-Berichte mittlerweile von Rechtsverteidigern. Müsste ja da sein. Wir haben hier einmal Robbie Robinson und Nathan. Der junge Brasilianer. Wie sieht es bei dir aus? Glorreiche Zukunft. Zielsetzung 13, Moral minus 6. Von Palmazio mit 23 Jahren. So. Ist momentan verstimmt. Seine Grundstärke ist auch 73. Sieht auch stark aus. Kann man natürlich noch ein bisschen arbeiten. Und er könnte auch rechtes Mittelfeld spielen. 10 Millionen, aber er wird teuer. Er wäre zu teuer aus meiner Sicht. Dann haben wir noch Robbie Robinson. Der hat echt einen geilen Namen. Dieser Schiedelstürmer hier hat echt einen geilen Namen. Gute Perspektive, wurde bereits diese Saison bereits 4-mal zum Spieler des Spiels.
Scheint anfällig für Verletzungen zu sein, aber egal, Robbie Robinson. Das klingt wie der Stürmer überhaupt für mich. Alter, den muss ich ja eigentlich verpflichten, dann muss ich Ackmann und Jalzin verleihen. Und dann halt die beiden spielen lassen und Königsdörfer. Der Verein sieht unser Verein nicht attraktiv genug, aber egal. Der ist noch nicht mal ins Blickfeld genommen worden. Was ist das denn? Der war noch nicht mal im Blickfeld. Den haben wir einfach zufällig gescoutet, weil wir Inter Miami gescoutet haben. Robbie Robinson. Habe ich mir auf jeden Fall auf die Liste geschrieben, weil das klingt echt geil. Der Name klingt echt geil eigentlich. Also so als Stürmer. So, Blickfeld, was sieht denn hier aus? Komm, wir machen mal alles weg. Und dann gehen wir auf Rechtsverteidiger. Wir haben hier noch von Dingsa Bumsa. Dann Berigo. Und Nathaniel. Ja, komm. Scheiß auf Leverkusen. Können wir sowieso nicht großartig was machen, egal wie sie scouten. Dann machen wir kurz eure Liste, Tabelle definieren. Du wirst erstmal den hier fertig scouten. Und du wirst erstmal den hier fertig scouten. Ah, Nathaniel, der andere hat Nathaniel gemacht, ne? Beste Leben einfach. Beste Leben. So, dann gucken wir uns noch mal kurz die Mannschaft an. Steht sie eigentlich ziemlich gut so weit. Romero, sehr gute Form. Ja, Gittens und so. Weiß auch nicht. Itta ist wieder dabei. Er kommt auch direkt rein für Pushers. Und schon ist unsere Mannschaft noch mal viel stärker geworden. Ja, unsere Links- und Rechtsaußen. Dann nehmen wir die beiden hier mit. Wenn sie überhaupt nicht in Form sind, nehmen wir die beiden mit. Sobald sie in Orange sind, dann nehme ich die anderen hier mit. Machen wir dann so. So machen wir das, dass jeder mal ein bisschen die Chance hat zu spielen. Romero und Bale spielen, obwohl Bale ein bisschen weiter oben spielt, aber das ist ja nicht so schlimm. Königsdörfer, ja, 7 Tore, 13 Spiele. Irgendwas gefällt mir momentan nicht an dir. Du bist stärker Fuß rechts. Ich habe dich dann extra so gestellt, dass du quasi nach innen ziehen kannst. Aber, davor hast du Dresden gespielt. Dresden spielt mit alleiniger Sturmspitze, ne? Ne, auch mit zwei. Müssen wir mal schauen. Erstmal gehen wir jetzt rein gegen Hamburg. Ich bin gehypt. Let's go. So, geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Ja, es wird ein schwieriges, sehr, sehr schwieriges Spiel. Also beide Spiele werden sehr schwierig gegen meinen Kollegen Tim Walter. Mal sehen, wie es jetzt läuft. Jetzt geht's los in München. Hamburg. Der Hamburger SV ist heute hier zu Gast. Ich wäre auch einverstanden, wenn das wie immer so läuft mit Hamburg in der ersten Liga gegen München. Aber ich glaube nicht, dass wir so stark sind wie Bayern in dem Fall. Aber wir kriegen auf jeden Fall schon eine frühe, sehr gute Chance. Königsdörfer setzt sich gegen Lienhardt durch. Spielt steil auf Bale. Doch Rissnik hat aufgepasst und klärt vor den Angreifer der Münchner Löwen. War schon mal ein starker Start, direkt hier in der zweiten Minute zu zeigen, ja okay, wer Herr im Haus ist. Königsdörfer versucht es gegen die dicht gestaffelte Abwehr von Hamburg mit einem Weitschuss. Rissnik in Hanseatengehäuse, fängt den Ball jedoch locker ab. Ja. Und jetzt kommt die erste Aktion von Hamburg. Ludovic Reis spielt mustergültig in den Lauf von Winzheimer. Der befördert allerdings aus 17 Metern den Ball auf die Tribüne. Schwach. Schwach ist eine Ansichtssache, ne? So, jetzt kommen wir wieder. Das ist sehr, sehr offener Schlagabtausch hier in den ersten 10 Minuten. Guter Angriff von Königsdörfer. Guter Angriff von 68 München. Aber Königsdörfer ist da viel zu unkonzentriert. Sein schwacher Schuss geht klar am Tor vorbei. So, dann heißt es für mich jetzt Konzentration, ne, wenn ihr jetzt hier nicht wirklich aufpasst. So, die 1860 München Offensive ist bislang nicht kreativ genug, um die Abwehr von Hamburg zu überlisten. Okay, jetzt kriegen wir aber jetzt die Chance. Flanke von rechts durch Romero, der Argentinier. Königsdörfer taucht auf einmal frei vor Rissnik auf. Der 60er scheitert per Kopf aus 6 Metern am gut reagierenden Schlussmann von Hamburg. Müsste eigentlich jetzt Ecke geben, ne? Aber nein, wir kriegen ja nicht immer alle Ecken. Jovetic hat sich offenbar die falschen Schuhe für das Spiel ausgewählt und muss jetzt die Schuhe wechseln. Ja, beste Leben.
Beste Leben. Jetzt kommt Hamburg. Wajonam oder Wagnoman. Dann von rechts zu Brumado. Der schießt dann aber aus 10 Meter über das Tor. Wajonam. Wajonam. Wagnoman. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich glaube, Wagnoman wird es ausgesprochen. Windsheimer. Die Ecke von Hamburg. Touré kommt mit 2-3 Schritten heraus, packt souverän zu und hat den Ball. Der Stürmer macht bei denen die Ecken. Haben sie wahrscheinlich auch nicht eingestellt, so wie ich. Die meiste Zeit. Ambrosius hat sich verletzt und kann nicht mehr weiterspielen. Gute Besserung von uns. Hoffentlich nichts allzu Schlimmes. Bänderdehnung. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Dass du bald wieder auf dem Platz stehen kannst. Gute Besserung. Ja, jetzt kommt Hamburg kurz vor der Halbzeit. Mit einer guten Chance. Scharfer Freistoß in Richtung 5-Meter-Raum. Naja, verlängert den Ball mit dem Kopf. Türei greift ins Leere. Der Ball wird länger und länger. Und geht schließlich gegen den Innenpfosten. Und dort springt er den 60er Torhüter direkt in die Arme. Oh, Duray, Junge. Duray. Da hast du Glück gehabt. Da hast du Glück gehabt. Direkt in deine Arme. Erstmal daneben greifen und dann sowas. Wir gehen mit einem 0-0 in die Halbzeit. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr starkes Ergebnis. Der Assistent redet mit euch einzeln in der Halbzeit. Lasst uns genauso weitermachen. Ich würde sagen, lasst uns genauso weitermachen und irgendwann kriegen wir den Lucky Punch. Ich hoffe einfach auf den Lucky Punch. So, wie beginnt die zweite Halbzeit? Es wärmen sich alle auf, aber es kommt keine Aktion. Ballgewinn für Udoka, der mit einem guten Einsatz den Ball auf den nassen Rasen abgrätscht. Ja, er zeigt, dass er da ist. Er zeigt, dass er da ist. Und jetzt kriegen wir eine Chance. Ecke von rechts, Palmberg. Die erste in diesem Spiel von uns. Die Ecke kommt hoch herein. Isnik pflückt den Ball sicher herunter. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wir müssen das so machen. Man kennt's, wenn ich das da von unten gemacht hätte, dann wäre es daneben gegangen. So, dann machen wir das erstmal. Joaquin kommt für Bale. Der junge Spanier kann jetzt auch mal. Okay, was heißt erfahrene Spanier? Kann jetzt auch noch mal für den Waliser kommen. Stadion ist ausverkauft. Vielen Dank dafür an die Hamburger Fans, dass sie so zahlreich mitgereist sind und unser Stadion ausgefüllt haben. Wir mussten ja erstligareif werden, ne? So. Jetzt kommt Hamburg nochmal. Guter Pass von Haidare auf Höhler, der ohne jeden Zögern sofort den Abschluss sucht. Drei ist jedoch blitzschnell unten und packt bombensicher zu. Wichtig. Man kommt für den Kapitän rein. Vielleicht kann das junge Kopfballmonster hier nochmal Ali Akman was machen. Wäre auf jeden Fall wichtig. Jetzt kriegen wir auf jeden Fall wieder eine Aktion. Ecke von rechts, Palenberg, die zweite in diesem Spiel für uns. Der Eckball ist kein Problem für Risnik. Ja, komm, dann gehen wir mal hier rein. Feinberg und Marin. Machen wir das so und warten wir noch. Wir warten noch kurz. Der Franzose Hanere kann jetzt noch gegen Ende eventuell noch mal reinkommen. Kann noch mal gegen Ende reinkommen. Mal sehen, wie es läuft. Okay, Hamburg auf jeden Fall wieder mit dem Angriff. Salah legt schön auf für Winsheimer, aber der verzieht. Da muss der fleißige Mannschaftskapitän mehr draus machen. Nee, muss er nicht. Bin mit einverstanden. So, Romero geht eine Pause. Schöne Kombination von 1860 München, aber davor nochmal Nakai zu Ulukai. Der weiter auf Arkmann. Der letztere kommt im Strafraum zum Flanken. Guarda hat aber aufgepasst und kehrt zur Ecke. Okay. Komm schon. Let's go. Ecke von links. Joaquin. Die dritte in diesem Spiel. Dabei kommt ein Tick zu hoch zu Arkmann. Der kann ihn beim Kopfball nicht mehr entscheidend drücken. Und das Leder geht knapp über das Tor. Ja, Kopfball ungeheuer Arkmann. Kannst halt nicht alles machen, ne? Jetzt kommt der junge Franzose rein für den jungen Argentinier. Mal sehen, ob der Franzose sich hier nochmal in mein Blickfeld spielen kann. Lucas Hola versucht im Zweikampf mit Uluka einen Elfmeter zu schinden. Aber Eraslan stand günstig, er zögert keine Sekunde und verwarnt ihn dafür. Beste Leben. Beste Leben. Der Regen hört hier langsam auf. Hamburg wieder. Mit einer sehr guten Chance. Ne, gute nur. Haidara mit einer sehr guten Vorbereitung. Ein Schuss von Reis wird schließlich noch abgefälscht. Und verfehlt das Tor nur knapp. Und die kriegen natürlich die Ecke. Die kriegen immer die Ecke. Ich krieg nie die Ecke. Bei mir steht, wird abgefälscht. Ach, scheißegal. Spielen wir weiter.
Bensheimer bringt den Eckball mit viel Zug zum Tor hinein. Urukay geht entschlossen den Ball entgegen. Mit einem Flugaufwahl kann er den Ball gerade noch vor dem einschussbereiten Reis klären. Okay, wichtig. So, jetzt, das geht so nicht weiter. Komm schon. Ich krieg das hin. Lass sie jetzt nicht das Spiel übernehmen. Doch, macht ihr. Ecke von links, es geht weiter. Der Ball dreht sich bedrohlich auf den langen Pfosten. Lukas Mai kann mit einer guten Kopfballabwehr klären. Geht jetzt wieder eine Ecke oder was? Nein, jetzt ist es ein bisschen ruhig. 75 ist das passiert irgendwas. Was passiert jetzt? Konterchance zu Hamburg? Nein, bitte nicht. Reis läuft ganz alleine auf Touré zu. Touré schießt. Aber Touré erreicht den guten Konterchance. Er ist im 1:1 so stark. Das ist unglaublich, wie stark der im 1:1 ist. 76 ist passiert wieder irgendwas. Haben wir jetzt die Konterchance? Konterchance, ja. 1860 München. Königsdörfer läuft ganz alleine auf Ristnik zu. Schießt. Tor. Königsdörfer. Ja, Mann. Achtes Tor. So wichtig gegen Hamburg. So wichtig, nachdem das... Alter. Kuss geht raus an Trey, Junge. Kuss geht raus. Der hält das einfach. Der hält uns einfach im Spiel und dann sowas. Jetzt nochmal die Chance zum Kontern für 1860 München. Der letztere Pass von Marin ist allerdings ein Tick zu weit nach vorne gespielt. Disney kann den Ball gerade noch vor Ackmann aufnehmen. Ja, das ist aber nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Noch 10 Minuten werden gespielt. Noch 10 Minuten. Uhu. Marien liegt nach einem Zweikampf verletzt am Boden. Ja, okay, aber das denkt er einfach wahrscheinlich nur, er wurde erwischt und dann erstmal liegen bleiben. Geht hier was? Kriegen wir wirklich einen dritten Sieg in Folge? Lukas Rupp kommt für Reis rein. Oh, gerade, wir bringen auch nochmal Zeit von der Uhr. Lukas Mai geht runter. Braucht ein bisschen Pause. Und Bogarde ist ja stark, ne? Der ist ja stark unterwegs. So, wir gehen auf jeden Fall die letzten 6 Minuten drauf. Versuchen Hamburg nicht direkt ins Spiel kommen zu lassen, indem wir zu viel Freiraum lassen. Hoffentlich bringt das was. Auf jeden Fall kriegen wir eine Chance. Königsdörfer setzt sich im 16er gegen Haier durch. Legt dann zurück auf den heranstürmenden Hanere. Der ist aber einen kleinen Tick zu spät dran. Und Resnik kann den Ball aufnehmen, ja. Ja. So geht's halt, ne? In die falsche Richtung. Aber wir bringen das hier an Haidara mit einer schönen Ballerbohrung im Mittelfeld. Ich hoffe, da passiert nichts mehr. Komm schon, eine Minute Nachspielzeit. Ey, Raslan, brauchst du nicht nachspielen. Was passiert denn noch? Kommt noch eine Chance? Nein, das ist der Schluss. Wir gewinnen auch gegen Hamburg. So wichtig, dieser Sieg. Wir überholen Hamburg damit. Aber so wichtig, statistisch gesehen, gucken wir mal, 8:7 Chancen, 52:48% Ballbesitz. Spieler des Spiels ist Passlack sogar, der da an der rechten Seite alles abgerackert hat, anscheinend. So wichtig, Königsdorfer wieder mit diesem Golden Goal, aber der Spieler des Spiels für mich ist Touré. Hält, eine Minute später, Tor. So wichtig. Wir gucken uns die anderen Ergebnisse an, wir schauen, Nürnberg spielt 1:2 gegen Dortmund. Ja, die hinter uns patzen, das ist so wichtig. Freiburg 0:4 gegen Wolfsburg. Bayern 1:2 gegen Frankfurt. Okay, stark. Gladbach 3:1 gegen Stuttgart. Leverkusen 1:0 gegen Hertha. Leipzig 0:1 gegen Hoffenheim. Mainz 2:2 gegen Köln. Und Schalke gewinnt leider 4:1 gegen Union. Union bleibt im Keller mit den 2 Punkten. Nürnberg hat jetzt mittlerweile 8. Ja, ist nah dran an den 16. aus Stuttgart. Aber Freiburg ist gesunken. Wir haben jetzt 14 Punkte. Das heißt, wir sind jetzt auch mittlerweile 7 Punkte vor den 5 Punkte vor Schalke, die ja leider mit dem Sieg da vorne geblieben sind. Aber auch 3 Punkte vor Mainz, 2 Punkte vor Hamburg und Hertha und einen Punkt vor Frankfurt sind wir momentan einstellig, stehen wir da. Und mit einem Sieg gegen Leverkusen könnten wir rein theoretisch sogar hier an Köln oder Wolfsburg rankratzen. Kommt drauf an, wie sie halt spielen im nächsten Spiel gegen Mainz und wer noch Köln spielt gegen Hoffenheim, ja, können wir sogar noch an diese Plätze hier ranwurscheln, aber wir müssen dafür erstmal Leverkusen Punkt arbeiten und ich bin gegen Leverkusen, bin ich mit einem Punkt mehr als zufrieden. Dortmund führt wieder mit 4 Punkten vor Bayern, auch stark. Gucken uns die Spieltagsstatistik an. Wir schauen einfach mal, Nakai, Itta und Paslak sind in der 11. Spieltages, aber Sofiane Diop, der offensive Mittelfeldspieler, boah, was ein Monster, ist Spieler des Tages. GG. Jetzt also gegen Leverkusen. Können wir Leverkusen zu unserem
Vor-Weihnachtsgeschenk machen für die gesamte Mannschaft, für den gesamten Verein. Können wir das machen? Weil wir haben kurz danach, direkt in Lichtenberg lag, unsere Weihnachtsfeier. Und ja, es wäre schon mega nice. Nakai, Paslak, Lukas Mai, Ulukai, Itta, Turey, Romero, Bale, die sind alle in Form. Gittens, ja, kommt wieder mit für Joaquin. Genauso wie Traoré für Hanere. Die müssen halt nicht so stark sein und müssen wir halt schauen. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war einfach ein perfekter Lauf, auch wenn wir jetzt verlieren sollten, was ich natürlich nicht hoffe. Es wäre ein perfekter Lauf gewesen. Weil guckt euch das einfach mal an. Wir stehen aktuell auf dem 9. in der Bundesliga da. Auf dem 9. nach 15 Spielen. Bayern hat schon gespielt. Interessant. So, das ist bei uns allen ausgefallen oder was? Bayern hat schon gespielt den 16. Spieltag. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Gegen Hertha und hat natürlich gewonnen. Hertha hat damit verloren. Das heißt, sie können uns auf jeden Fall nicht einholen. Und wir können dann halt für uns gucken. Jo, wir können auf jeden Fall nicht tiefer als 13 fallen, wenn Mainz gewinnen sollte. Aber wir müssen erstmal selber gegen Leverkusen ran. Die Mannschaft sah schon mal sehr, sehr stark aus. Wir gehen auch rein in das Game. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Wir müssen gegen Leverkusen alles geben und uns zeigen, dass wir hier in diese erste Liga gehören. Was wir bis jetzt auch sehr, sehr stark präsentieren mit dem 9. Platz, müssen wir halt mal schauen, wie es weitergeht. So, da ist der Anpfiff. So, Seoane, ich kann den Namen nicht aussprechen, wenn ich die so lese. Ne, das ist bestimmt so, ich kann den Namen eigentlich voll gut. Aber, Diaby mit dem weiten Einwurf in der 4. Minute. Turey kommt heraus und fängt den Ball locker ab. Stark. Stark. Sein Versuch, einen Konter einzuleiten, misslingt allerdings und die Werkself sind wieder im Ballbesitz. Und es geht weiter. Emil bei. Sieht auf rechts Palacios. Dessen Flanke erwischt Volland mit dem Kopf. Die haben sich Volland einfach zurückgeholt. Beste Leben. Es ist Turey zu verdanken, dass es nicht 1-0 steht. Gut. Und die 4 Minuten, 6 Minuten gespielt, 2 Torchancen von Leverkusen schon und die sind mit dem System eher defensiv ausgerichtet. Beste Leben. So, jetzt haben wir eine Chance. Eine gute. Lukas Mai schlägt den Ball aus dem Mittelfeld hoch in den Strafraum. Nakai legt quer zu Romero. Marc Flecken aus 11 Metern mit einer tollen Parade. Ja. Bitter. Aber wenigstens hatten wir eine Chance. Jetzt kommt nochmal Leverkusen. Voller lauert. Steht deutlich vor der Abseitslinie und wird trotzdem zurückgepfiffen. Wow. Thilo Gerkek läuft hart bei dir. So. Jetzt kommt Leverkusen wieder. Komm schon, das geht so nicht. Lass sie nicht nur an den Mann, Ball kommen. Eben über. Schießt Passlag an und holt einen Eckball raus. Wow. Wow. Wie mies ist das denn? Aber egal, was passiert halt, ne? Ja, ist die Ecke von links, dem hierbei, die erste in diesem Spiel für Leverkusen. Die Ecke fliegt zunächst über den 5-Meter-Raum hinweg, dann kommt Volland an den Ball, stoppt ihn mit der Brust, schießt dann direkt. Nur um wenige Zentimeter streicht der Ball am kurzen Pfosten vorbei. Glück gehabt. Es geht weiter, Leverkusen macht weiter Druck, Palacios schlägt den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum. Doch die Flanke gerät ein bisschen zu weit. Ulukai und Lukas Mai müssen den Ball eigentlich lediglich absichern, doch Ulukai hält ihn per Kopf im Spiel. Was ist los mit dir? Alario reagiert blitzschnell. Er holt den Ball aus der Luft. Legt ihn sich nach innen vor. Zieht dann aus 10 Metern Vollspann ab. Turey ist chancenlos. Ja, perfekt. Danke dafür. Vorlage, Ulukai wollte eine Vorlage geben. Jetzt kommt wieder Leverkusen mit einem guten Angriff. Palacios setzt Hofmann mit einem guten weiten Ball schön ein. Der taucht alleine vor Turey auf. Überlupft den 60er Torwart. Schafft es dann aber nicht, den Ball aus Spitzenwinkel in Tor unterzubringen. Wir haben Glück. Jetzt kriegen wir nochmal eine Chance. Osting hindert Romero erfolgreich am Flanken. Obwohl dieser wirklich alles versucht. Wow. Das war unsere Chance. Danke dafür. Gehen wir raus, die letzten 10 Minuten. Volland tritt gegen Mai nach und kann von Glück reden, hier nur gelb zu sehen. Ja, danke dafür, Volland. Was ist los mit dir? Jetzt kommt Leverkusen nochmal vor dem Strafraum der 60er, leitet dem hierbei. Stark auf Palacios weiter.
Der fleißige Mittelfeldspieler ist links durch. Bleibt mit seiner flachen Hereingabe jedoch an Lukas May hängen. Oh, Lukas May, danke. Udukai, du hast ein gutes Spiel, bis auf diese eine Aktion halt, ne? Aber jetzt kommt Leverkusen nochmal. Ecke von links, dem war wieder die Ecke, bitte. Die Ecke kommt hoch herein. Türei pflückt den Ball sicher herunter. Stark. Stark, 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 stark. Spiel wird pünktlich beendet. Okay, kann ich mitleben. Abpfiff, erste Halbzeit. So, Spielergespräche. Wow, Pannenberg, Junge. Was ist los mit dir? Halbzeitansprache. Macht es so wie wir im Training einstudiert haben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Pannenberg raus, Nakai nach vorne. Marien rein. Gittens rein für Bale. Und dann passt das so. Sonst bleiben wir erstmal unverändert von den Wechseln. Die restlichen Spieler wärmen sich auf. Wir gehen halt noch drauf. Aber erstmal müssen die Wechsel vollzogen werden. Bin ich gespannt, ob Marien und Nakai harmonieren in diesem Spiel. Und Gittens. Beino Gittens. Bring irgendwas da aufs Tor. Nur irgendwas. Du warst letztes Jahr gefühlt Torschützenkönig in der zweiten Liga von unserer Mannschaft. Du hast so eine starke Saison gespielt, dann kannst du auch dieses Jahr ein bisschen stark spielen. Passiert jetzt in der 52. Das passiert irgendwas. Okay, komm schon. Konter. Konterchance für Leverkusen. Oh nein, diesmal sehe ich schwarz. Hofmann läuft ganz alleine auf Türei zu, schießt. Ja, diesmal sehe ich schwarz. Da ist das 2:0. Ah, bitte. Er kann halt nicht alles gewinnen. Ne? Es geht weiter nur Leverkusen. Flanke von Hofmann ist eigentlich zu weit, aber Allaire versucht es trotzdem aus Spitzenwinkel mit einem Volley-Schuss. Der ist auch gar nicht schlecht. Geht aber doch gut einen Meter über das Tor. Touré hebt die Hand, ja. Weiter nur Osting im Laufduell jetzt. Er holt einen Eckball raus, wow. Ja, die machen so Druck gerade. Sie machen gerade so Druck. Konzentration, jetzt Ecke von links. Demirbay, ich bin kurz vor der Tribüne. Ich werde hier gleich zum ersten Mal in Liga 1 vom Platz geschmissen. Volland versucht dagegen, Udukai mit einem unfairen Mittelplatz zu verschaffen. Es gibt folgerichtig Freistoß für 1860. Wir haben nichts entgegenzusetzen. Ja, Abwehr steht gut. Ohne die wird es natürlich noch schlimmer stehen. Traoré kommt nochmal rein. Und Akman kommt rein. Ja, erstmal Leverkusen wieder spielt. Jetzt schnell und schnörkellos nach vorne. Palacios nimmt Volland drauf rechts mit. Der erfahrene Mannschaftskapitän marschiert zur Grundlinie und flankt nach innen. Im Zentrum steigt Alario am höchsten. Er passt das Tor aber knapp. Alter, wir werden so an die Wand gespielt. Wir werden ganz so an die Wand gespielt von Leverkusen. Das ist unglaublich. Und ich kann auch nicht mehr großartig reinschreien, weil der Schiri abgepackt ist von mir. Läuft HP in Diaby, spielt Lukas May im Strafraum aus. Schießt aus 9 Metern. Turay klärt mit dem Fuß. Wichtig. Wichtig, jetzt kriegen sie aber wieder Ecke, weil ich kriege nie alle Ecken. Ah, sie haben auch nicht die Ecke gekriegt, okay. Oh, wir kriegen mal eine Chance. Eine kleine, schöner Pass von Marien in die Spitze auf Nakai. Und die Abwehr von Leverkusen macht da alles richtig. In Kapi, oder wie es ausgesprochen wird, macht genau im entscheidenden Moment einen Schritt nach vorne. Die Assistent hat sofort die Fahne oben. Aber wir hatten mal wieder eine Chance. Jetzt aber wieder direkt Leverkusen. Volland setzt sich dagegen Itter durch. Spielt Stey auf Alario. Turay hat aber aufgepasst und klärt vor dem Angreifer der Werkself. Ja. Leverkusen ist zu stark für uns. Das ist eine Nummer zu groß. Da merkt man diese Champions League Clubs. Da merkt man sie. Andrich kommt rein. Für Palacios. Patrick Schick kommt für Alario. Ja, Schick ist natürlich auch nochmal eine Nummer für sich, ne? Dass sie den einfach reinbringen können, eben nebenbei. Einfach bitter. Mitchell Weiser jetzt für Hofmann. Ja, sie machen jetzt ihre Wechsel durch. Sie nehmen jetzt ihre Wechsel alle durch. Weil die wissen, dass sie das nicht mehr unterspielen können. Demirbay läuft eigentlich einen eigentlich unmöglichen noch zu erreichenden Ball hinterher. Schafft es tatsächlich noch, diesen Spieler zu halten. Toller Einsatz. Ja. Was kann ich machen? Ich kann nur machen, geht drauf. Mehr kann ich nicht mehr tun. Osu Mensa kommt noch für Osten. Poyan Palo kommt für Volland. 14 Minuten noch zu spielen.
Bogarde bringe ich rein für Lukas Mai. Also, aber ey, ich erwarte hier nichts mehr. Wenn wir hier wirklich noch rankommen sollten auf einen anderen Unentschieden, unterschreibe ich, nehme ich mit. Einen hohen Sieg für 1860 wird es hier nicht mehr geben. Ja. Ein geiler Humor. Okay, wir kriegen mal eine Chance. Eine gute. Eine sehr gute Chance in der 80. Minute. Nakai schickt Marin. Der legt auf Traoré ab. Mit einem tollen Diagonalpass findet der dynamische Stürmer Bino Gittens. Er spielt einen Querpass auf Marin in die Mitte. Dieser schiebt locker ein. Anschlusstreffer. Anschlusstreffer. Wir können noch rankommen. Wir können noch rankommen. Flecken ist bei denen einfach ein Torläufer. Hart bei ihnen. Mit einer 80. Okay, stark. Stark, stark, stark. Wir können rankommen. Wirklich. Wir gehen weiter drauf. Wir sind kurz vor der Tribüne. Noch 10 Minuten werden gespielt. Aber das war ein sehr, sehr schönes, schön rausgespieltes Tor. Mit einem Unentschieden würde ich hier sofort unterschreiben bei diesem Spiel. Das hätten wir gar nicht verdient. Dieses Unentschieden hätten wir gar nicht verdient. Okay, wir kriegen nochmal eine Chance. Nochmal eine gute. Königsdorfer legt am 5er auf Gittens ab. Doch Frimpong kann sein Bein gerade noch dazwischen bekommen. Ah, Frimpong, Junge. Gegen Ende machen wir nochmal Druck. Was ist da los? 3 Minuten Nachspielzeit. Was ist da los? Ah, 3 Minuten Nachspielzeit, Junge. Kriegen wir noch den Lucky Punch? Kriegen wir noch den Lucky Punch oder Leverkusen? Ja. Ich glaube nicht. Da ist der Schluss. Wir verlieren 2-1 gegen Leverkusen. Ja, egal. Wir haben davor 3 Spiele in Folge gewonnen und jetzt müssen wir halt gegen Leverkusen den kürzeren ziehen. Man kann halt nicht alles haben, ne? Sie sind halt die stärkere Mannschaft. Das sieht man ja auch. Also, sie spielen halt noch gegen in der DFB-Pokal. Sie sind halt aber die stärkere Mannschaft von uns. Aber wir haben guten Einsatz gezeigt. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Wir gucken uns die Statistiken an und gucken. 9-2 Chancen. Die haben uns klar dominiert. Auch vom Ballbesitz. Spieler des Spiels ist sogar Jonas Hofmann. Läuft hart bei euch. Kann ich nichts gegen sagen. Dortmund spielt währenddessen 3-2 gegen Freiburg. Hoffenheim 4-1 gegen Köln. Wolfsburg 2-1 gegen Mainz. Stuttgart 0-2 gegen Leipzig. Hertha 0-3 gegen Bayern. Frankfurt 4-0 gegen Schalke. Hamburg 0-2 gegen Gladbach. Und Union 2-4 gegen Nürnberg. Nürnberg hat sich zum ersten Mal die direkten Abstiegsplätze verlassen. Läuft hart bei euch. Und wir sind auf den 9. zurückgefallen, da Frankfurt uns überholt hat. Aber die restlichen Spiele, Mannschaften bis auf Nürnberg haben alle hinter uns verloren, bis auf Frankfurt und Nürnberg halt. Und das ist sehr, sehr gut. Wir können auch nächstes Spiel weiterhin an Köln rankommen, die ja 4-1 verloren haben gegen Hoffenheim. Und das ist natürlich auch sehr stark für uns, da sie von der Tordifferenz natürlich jetzt ein weniger haben als wir. Aber sonst sieht das auch gut aus von den Tordifferenz. Ne? Wir sind auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, was Gegentore angeht. Und von den Toren her sind wir auf den 9. oder 10. müsste das sein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, auf 9. Ach, 9, hier steht es ja sogar. Bis zu leben. Ne, das ist von letzter Woche. Auf den 9. sind wir aktuell. Das sieht schon mal sehr stark aus alles. Spieltagsstatistik. Von uns ist niemand drin. Spieltagsstatistik ist es Benjamin Pavard. GG, würde ich dazu sagen. Und nebenbei würde ich auch sagen, hier würde ich die heutige Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Also nächste Woche. Was sehen wir uns das nächste Mal gegen Hertha und vor dem Jahreswechsel, wo wir nochmal auf Transfers eingehen können. Ob wir da nicht den einen oder anderen Spieler verpflichten. Und dann geht schon los gegen die Rückrunde, gegen Schalke und gegen Bayern. Das zweite Derby jetzt gegen Bayern. Und dann kommt auch schon der Pokal bald, ne? Nee, dann kommen Nürnberg, Mainz, Hamburg und Gladbach. Ja, dann kommt der Pokal. Also Hertha werde ich noch mitnehmen und Schalke wahrscheinlich auch. Dann Bayern, Nürnberg, Mainz und Gladbach und dann kommt der DFB-Pokal. Ja, ja, müssen wir mal schauen. Das heißt, die Folgen jetzt sowieso sind alle ein bisschen lang. Müssen wir einfach mal gucken, wie das läuft. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Ich weiß, dass sie wissen, ja, ich habe keine Zeit. Mache immer weiter, denn ich fühle diesen Vibe. Viele wollen connecten, weil sie wissen, wer ich bin. Aber ich habe kein Interesse, weil ich nicht weiß, wer sie sind. Aber lass